Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder hier in meinem Outdoor-Office. Ich bin's wieder, euer Anton, und wir legen jetzt gleich los mit Sonno, die perfekte Gesundheit, dem nächsten Theorieteil. Vorher gibt es wie immer einen kleinen Rückblick, diesmal ganz im Schnelldurchlauf. Also wir hatten angefangen bei Josef Breuer, Sigmund Freud, die haben das Unbewusste entdeckt. Wissen wir, kennen wir jetzt alles, haben auch uns schon oft angeguckt, wie funktioniert die Verdrängung, die Energie der Liebe, der Libido, wie sie Freud genannt hatte, möchte fließen. Gesellschaftliche Einflüsse sagen aber, du darfst nicht, tu das nicht, das ist des Teufels, oder ich ziehe dir die Hammelbeine lang, oder wir hatten alles. Und um nicht immer Ärger zu kriegen mit den Menschen, die wir lieben, oder mit dieser Gesellschaft, in der wir uns eingliedern wollen, zweigen wir einen Teil unserer Libido-Energie ab und beherrschen uns selbst, erziehen uns selbst und deformieren uns quasi selbst zu den Menschen, die dann super Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Und verlieren dabei aber jedes Mal einen Teil unserer Energie, die eigentlich irgendwo fließen möchte, um uns selbst im Zaum zu halten. Und das kann sich dann über Monate, über Jahre und Jahrzehnte aufstauen, wie ein großer Stausee, der erst eine Pfütze ist. Und dann irgendwann in Stresssituationen, da brechen diese Emotionen aus uns raus und dann nicht mehr in Form von Liebe, sondern in anderen Formen, die nicht so gewünscht sind. Und wir hatten dann auch gesehen, dass die einzelnen Deformierungen auch schon in unserer frühesten Kindheit sich ausprägen. Und wir hatten den Schüler von Sigmund Freud, den Wilhelm Reich, schon ein bisschen näher beleuchtet, weil der hat aufgebaut auf Freuds jungen Erkenntnissen, wo er halt gesagt hat, dass alles von der Libido ausgeht. Der Freud hat ja dann diese 180-Grad-Wende noch gemacht und den Destrudo erfunden, der auch gesagt hat, es gibt auch noch einen Selbstzerstörungstrieb im Menschen. Und das hatten wir ja schon in einer der letzten Folgen, also schon länger her, dass der Wilhelm Reich dort nicht mitgehen konnte, weil seine therapeutischen Erfahrungen ihn eines Besseren belehrt hatten. Auch wenn Freuds Abkehr von seiner ursprünglichen Theorie ihm zu Weltruhm verschafft hat, und Wilhelm Reich, ja, wer kennt den schon, was der gemacht hat, hat er gesagt, nein, mit meinen Patienten komme ich auch weiter, wo du mit deiner Psychoanalyse und deinen Assoziationsketten nicht mehr weiterkommst. Weil diese Menschen, die erstarren immer auf einmal, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn sie in ihrer eigenen Vergangenheit graben und was denn jetzt ihre Gefühle so machen. Und dadurch, dass er erkannt hat, dass die Menschen an verschiedenen Stellen erstarren, konnte er dann auch ableiten, dadurch, was diese Menschen denn erzählt haben von ihrer Leidensgeschichte und was dann alles durch die Lösung der Blockierung ans Tageslicht gekommen ist, konnte er dann herausfinden, dass auch schon in diesen Freudschen Phasen, quasi der perinatalen Phase, die hatte Freud jetzt nicht betrachtet, aber die orale Phase, die anale Phase, um die es heute gehen wird, und die kindlich-sexuelle Phase, die sich danach anschließt, dass sich während dieser Phasen schon verstärkt bestimmte Bereiche in unserem Körper manifestieren. Das heißt, die seelischen Traumata finden ihre Widerspiegelung im Körper. Und dort hatten wir jetzt zuerst die perinatale Phase betrachtet, die rund um die Geburt, wo dann der obere Kopfbereich oft dann verkrampft. Wo Augen gehören da noch mit zu. Leute, die eine Brille brauchen, nicht richtig sehen, Verkrampfung, Erstarrung im Gehirn, erstarrte Denkmuster. Menschen, die dazu neigen, sich dogmatischen Erklärungen anzuschließen. Wir hatten das dann mit Faschisten und Antifaschisten, dass die das gleiche seelische Bild hatten in der Kindheit, aber dann durch ganz verschiedene Sachen zu dem blinden Hass, das ist alles hier oben. Blinder Hass hat dort in dieser perinatalen Phase seinen Ursprung. Danach sind wir beim letzten Mal auf die orale Phase eingegangen. Süchte, Saufen, Rauchen, Lügen,
sprachlich, jedes Mal, da komme ich ins Stottern, ne? Sprachliche Defizite, Nuscheln, Lispeln, Stottern haben dort ihren Ursprung. Deformierung der Sprache, die Sprache als Gewaltinstrument zu benutzen, hat Verbindung, kann zurückgeführt werden auf Traumata in der Vergangenheit. Und wir hatten es immer, die Babys, die Föten am Anfang ihres Lebens spüren ihre sexuelle Erregbarkeit über ihre Augen. Die können, verbinden sich mit der Mutter und können dabei auch ihre Orgasmen in den Augen haben. Und kommen dann, also ja, jeder, der ein kleines Baby schon mal in die Augen gesehen hat, der merkt, was da für eine Energie fließen kann. Also ich hoffe, dass ihr das merken könnt. Und diese sexuelle Erregbarkeit, die geht dann auch schnell in den oralen Bereich, in den Mundbereich, um hier Fremdworte rauszulassen. Und ja, wir hatten dann beim letzten Mal, dass die Kinder, wenn die gestillt werden, ist dann auch diese sich hochsteigernde Spannung, wie vor dem Orgasmus, ist die dort auch beim Kind so, bis es was zu trinken gibt. Und dann am Anfang wird auch richtig heftig gesaugt, bis es dann zu der Entspannung kommt. Oder noch die leichten Nachzuckungen im Mund des Babys zu sehen sind. Mütter, wenn die energetisch offen sind, das in Naturvölkern auch von sogar genitalen Orgasmen berichtet wird. Aber die Frauen können ja auch ihre, also Menschen, Männer auch, können auch ihre Orgasmen über die sekundären G-Super-Teile erlangen. Und dass wir gesagt haben, die Kinder nehmen dort nicht nur materielle Nahrung auf, sondern halt auch die Energie läuft, die Energie ja, fließt. Das ist wahrscheinlich der schönste Ausdruck. Tau, fließen. Es ist alles im Fluss. Das Kind wird auch energetisch gefüllt. Und die sexuelle Erregbarkeit, so nach anderthalb Jahren, manchmal auch ein bisschen länger, die wandert dann vom Mundbereich in den analen Bereich. Was für uns Erwachsene jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig ist, wie sexuelle Lustempfindung bei irgendwas, was wir doch eher mit Ekel und abstoßenden Sachen empfinden würden oder verbinden. Und wie kann denn das überhaupt zusammenhängen? Und dort haben wir wieder ähnliche Muster, wie auch schon beim Stillen, wo die Mutter ja einst mitbekommen hat, durch die energetische Verbindung, mein Kind hat Durst. Die merken schon, oh, die Brust tut schon ein bisschen weh oder zwickt schon ein bisschen. Das heißt, es wird genau in diesem Moment hat dann auch das Kind schon wieder Durst. Und ähnlich ist es auch in der analen Phase. Das Kind verspürt die Lust, sein erstes eigenes Produkt zu erstellen, was ein Häufchen Kaki ist. Hä? Wie man, ja, schon gibt es ja verschiedene Sachen. Ich habe auch bei meinen Neffen, die sind ja Babys und Kinder in Deutschland, da gibt es ja sogar Lieder oder Bücher von der Kaki-Wurstfabrik und sowas. Weil, naja, auf jeden Fall sehr lustig. Hier, ich versuche das ja auch dann so mit den. Ich kenne ja die ganzen modernen Sachen aus Deutschland gerade nicht für die Kindererziehung. Ich kenne ja nur das von meiner damaligen Erziehung. Deswegen rede ich mit meinen Kindern auch von Kaki. Das ist ja gerade, weil auch hier im spanischen Raum Popo heißt das ja. Und Popo ist ja auf Deutsch der Hintern und nicht die Kaki-Wurst. Und deswegen, um da nicht auf Verwechslung zu kommen. Ah ja, lustige Verwechslung ist auch noch. Im Koreanischen ist Popo ein Küsschen. Und deswegen, da gibt es ja, um diese sprachlichen Verwirrungen vorzubeugen,
nennen wir das bei uns immer Kaki. Und so ein Kind ist ja auch stolz auf seine Kaki und spielt dann auch damit leider Gottes rum, wie wir Erwachsenen ja dann manchmal mit. Ich habe meinen Sohn, muss ich jetzt, ich hoffe, der sieht das nie in irgendwelchen Jahren. Der hat ja auch schon seine Kaki-Wurst auch mal probiert und wie das so schmeckt. Und dann kommt natürlich wohl, das ist doch eklig, kommt dann gleich von den Eltern und Müttern. Also ich habe mir das versucht zu verkneifen und habe gesagt, ja, mach das mal lieber nicht. Du machst ja die Kaki-Wurst und dann machen wir die schön irgendwie weg. Okay, ich will jetzt aber gar nicht zu sehr abschweifen, was heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr Standard ist. Aber zu den Zeiten von Wilhelm Reich, als der Sigmund Freuds Schüler war und Psychoanalytiker, also in den 20er Jahren, vor 100 Jahren, da war es zumindest noch sehr Usus, dass die Kinder, wie beim Stillen, Zeiten einhalten mussten. Die Kinder wurden dann aufs Töpfchen gesetzt und sagen, du bleibst jetzt so lange sitzen, bis du dein Geschäft erledigt hast. Und dann wurde halt von den Erziehungsratgebern wurde dann halt gesagt, in welchen Rhythmen, welchen Perioden die sich dann darauf zu setzen haben. Und ja, und sie wurden dann halt auch wirklich mit so Belohnung und Bestrafung wurden die dann da gelassen. Und so, bleib jetzt da sitzen! Und so ein armes, kleines Baby, das sitzt dann da auf seinem Topfen und macht dann, versucht dann da, macht dann die Bauchpresse. Ja, wir pressen, Druck. Also es ist nichts, was fließt, frei. Es ist schon etwas, was Druck. Dann kommen hier die ersten Verspannungen. Das Kind so, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Was man ja für schöne Gesichter dabei verziehen kann. Mach ich auch immer Spaß mit meinem Kleinsten, mit dem Großen. Und ja, auf jeden Fall kommt dann auf jeden Fall schon mal die erste Anspannung da rein. Und wenn die jetzt da sitzen gelassen werden, dann sagen, ich schaff's nicht, ich kann. Dann kommen da schon die ersten Versagensängste. Die sagen, die sind dann halt, wie sagt man, es gibt ja auch die deutsche Sprache bei diesen ganzen analen Geschichten. Ist es so schön in der deutschen Sprache zu sehen, also schön mache ich jetzt mal die Anführungsstriche, aber es gibt ja dieses, der ist zu doof zum Scheißen. Entschuldigung, wenn ich diese Kraftausdruck jetzt hier benutze. Aber sowas kommt schon aus dieser Phase. Und sie sagen, ich schaff's nicht. Und kriegen dann die Versagensängste und ich bin ein Versager. Ich kann nicht mal meine Kaki-Wurst machen, und weil es ja zu diesem Zeitpunkt ist. Und dann ist aber auch nicht nur die Zeitpunkte, zu denen die Kinder ihr Geschäft erledigen sollen, sondern da gibt es ja auch noch die Zeitpunkte, die Perioden dazwischen, wo wir auch wieder in der deutschen Sprache haben, da ist wohl in die Hose gegangen. Oder das hast du aber verkackt. Oder da gibt es ja ganz viele Wortkapriolen und Wortblüten. Und was machen wir als Babys, damit wir uns nicht in die Hose machen? Fressen, Beine über Kreuz, Backen zusammen. Dann haben wir die ganze Spannung, die ganze Verkrampfung hinten. Also wir haben die durch das zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen, haben wir die Verkrampfung hier vorne, die Rest der Zeit nicht müssen. Haben wir die ganze Verkrampfung hier hinten. Und ja, so schaffen wir es, dass hier die Verkrampfung ist und die Energie, die Libido, dort nicht mehr fließen kann. Die libidiöse Energie, also sagen wir einfach die Liebesenergie, die dort ist, die kann ja nicht mehr fließen von offen. Es fließt wie die Katze. Zu verkrampft, macht sich zusammen, fließt nichts. Offener Muskel strömt, Verkrampfung. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Beispiel. Und ja, dadurch, dass die Verkrampfung hier im unteren Bereich sind, dann
kommt es dann halt auch dazu, dass die Kinder durch die fehlende Energie auch bald nicht mehr wirklich merken oder als Erwachsene. Ist, anstatt zu merken, wann ist es denn jetzt soweit? Von sich aus, wann kommt es denn in den Fluss? Weil, ich weiß noch, durch dieses Pressen, weil ich eben gerade vergessen, haben wir auch gelernt, wenn wir da unten drücken mit Druck, dann diffundieren die Sachen, die eigentlich raus sollen, wieder durch die Darmhaut, durch den Darm in die Blutbahn. Und dann haben wir das, was wir eigentlich ausscheiden wollen, wieder in uns drin und dann müssen wir das wieder irgendwie zurückführen. Und ja, und wir haben hier wieder einen normalerweise natürlichen Prozess, der mit, von den, der mit Lust empfunden werden kann. Und das kennen wahrscheinlich also viele, ich hoffe das immer, dass manche, wenn sie dann wirklich mal ihr Geschäft haben, dann ist es fast orgasmisch. Also, boah, dann kann man noch und wenn, das jetzt, wenn sich da schon zu lange die Erregung jetzt mal aufgestaut hat, und dann ist man ja auch manchmal stolz wie König, was man da für ein goldenes Ei dann gelegt hat. Und ja, diese natürliche Sache, dass das Baby das Stolz empfindet und Lust, dass es ein lustvoller Prozess ist, sich seine ersten Produkte zu produzieren, sage ich jetzt mal, wird dann halt verbunden mit Druck, mit Versagensangst, mit Ekel auch noch, weil wenn die Eltern, wenn die dann sagen, wenn er das Kind dann wirklich zu dem Zeitpunkt, zu dem es sollte, dann auch wirklich seinen kleinen Pressling dann da rausgeknallt hat, dann sagt, dann wird auch noch Ekel mit dem verbunden, worauf der eigentlich stolz ist. Dann gibt es wieder diese komplette Verwirrung und dann werden halt diese schönen Gefühle verwirrt, verbunden, verwickelt, ja, mit dieser Versagensangst, mit diesem Druck und diesen ganzen, und aus dieser Konfusion da wieder rauszukommen, ist zum Glück möglich. Und das alles fällt ja unter das Stichwort Reinlichkeitserziehung. Also den Kindern wird aberzogen, dass sie zu den Zeitpunkten, wo sie auf die Toilette gehen möchten, wo sie ihr Geschäft erledigen möchten, zu dem hin, dass sie jetzt nach Uhrzeit, also wie beim Stillen, wo früher die Erziehung war, alle 4 Stunden wird angelegt und gestillt oder alle 3 Stunden wird angelegt, heißt es denn, alle so und so viele Stunden musst du aufs Töpfchen. Und das heißt, das wird alles noch gefördert mit Belohnung oder Bestrafung. Du kriegst dein Lolli, wenn du jetzt schönes Geschäft machst. Und dann wird ich will mein Lolli. So nach dem, das heißt, wenn das Kind wieder seiner Natur sein Häufchen macht und nicht zu dem Zeitpunkt, wann es eigentlich Natürliches machen würde, wird es belohnt und wird es bestraft. Und so wird ihm das aberzogen, überhaupt auf sich zu hören, wann muss ich das überhaupt, sondern dann wird dorthin gegangen zu, okay, zu diesen Zeitpunkten mache ich dann mit Druck dieses Geschäft. Und da merken wir auch gleich, also das, wenn dann, wir haben ja auch gesagt, die ganze Energie geht da weg und das heißt, eine ganz normale, natürliche Körperfunktion, lustvolle Körperfunktion, die wird durch den Druck unterdrückt und beeinträchtigt und funktioniert dann nicht mehr natürlich, sondern nach einem mechanischen Rhythmus, nennen wir es das mal. Und das kann bis zu, also körperlichen, weil die Energie ja weg ist, kann es dann richtig bis zu körperlichen Beeinträchtigungen führen. Also die reichische, nach Wilhelm Reich aufgebaute, die auf ihm aufgebaute Krebsforschung, wenn die richtig ist, wovon ich auch mit ausgehe, dass dieses Fehlen der Energie
dann auch auf zellulärer Struktur zu Veränderungen führt und zu Gewebeveränderungen, dann führt diese Reinlichkeit, die bei den Babys erwünscht ist, bei manchen Erwachsenen dann im Alter zu Darmkrebs zum Beispiel. Er zieht da eine sehr enge Verbindung davon, weil er da hier die ganzen Pressungen und die ganzen Abschneidungen von unserem Bewusstsein, dadurch, dass wir das nicht mehr bewusst wahrnehmen, wann, also wir Erwachsenen natürlich merken wir das auch, aber manche haben da auch Rhythmen, ne? Die essen immer zur gleichen Zeit und ist ja auch nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, soll keine Vorschrift sein, sondern es soll nur sein, wenn das Kind da so umerzogen wird, mit diesem Belohnungs- und Bestrafungssystem, da lernt es schon als erstes Sachen gegen seinen natürlichen Trieb zu machen. Und wo haben wir das denn, den nächsten Schritt? Haben wir denn in der Schule? Da werden die Kinder stundenlang, müsst ihr euch hinsetzen und dann gibt es dann als Belohnung gute Zensuren und gegen eure Natur dürft ihr euch nicht bewegen. Auch wenn es da natürlich ganz andere Konzepte inzwischen schon gibt. Und ich sage jetzt auch nicht, dass hier in der Waldorfschule oder anthroposophische Schulen immer viel besser sein müssen, weil das ist ja auch immer sehr menschenabhängig. Es gibt natürlich auch an staatlichen Schulen Menschen, die nicht nur fördern das rein Kopfliche und die nicht nur sagen, mach jetzt dies und das fremdbestimmt, sondern wo den Kindern auch Kreativität gelassen wird. Was ja dann natürlich in den Lehrplänen an staatlichen Schulen, die kommen ja auch, die staatlichen Schulen kommen ja auch aus dem Militärischen. Da wurden ja früher Leute gesucht, die vernünftig das machen können, was ihnen der Vorgesetzte sagt. Und die das wiederholen können, was ihnen der Vorgesetzte sagt. Die sollten ja so erzogen werden. Und so ist es ja in der Schule noch häufig. Man darf ja oft nicht sagen, was die eigene wirkliche Meinung ist. Weil es oft, ich will es auch nicht übertreiben, sondern man muss halt wiederholen, wie der Lehrer das sieht und wie der Lehrer das für richtig anerkennt, und dann kriegt man halt die volle Punktzahl. Und ansonsten, wenn man da nicht ganz mit ihm einer Meinung ist, dann kann man sagen, ja, das darf ich jetzt nicht besser bewerten. Du musst halt mit diesem Bewertungsschema konform gehen. Und würden die Kinder nicht schon von ihren Eltern gelernt haben, gegen ihre eigenen Impulse jetzt, weiß ich, irgendwas zu machen, was ihnen da die Autorität sagt, dann wird es in der Schule ja noch schwerer. Und dann geht es halt weiter im Job. Da sollen wir auch ist alles fremdbestimmt. Der Chef sagt, mach dies und das und das. Und ja, wie viele Schüler, also es gibt immer Ausnahmen, bei mir, ich kann mich da zum Glück diesmal auch nicht, mir hat es immer Spaß gemacht, was zu lernen. Aber ich bin ja auch in die Schule gegangen, um die Menschen zu treffen. Aber ich wollte ja auch immer wissen, ich wollte immer alles wissen, ich weiß nicht wieso. Alles hat immer irgendwie Spaß gemacht, außer wenn zwischen diesen Lehrern halt überhaupt nichts geflossen ist. Wenn das so eine, wirklich Menschen mit Stock im Arsch, da hätten wir es wieder gewesen sind. Also ja, ich denke nicht, dass es irgendwelche ehemaligen Lehrer von mir sehen werden, die diese Videos, aber wenn, kann man alles wieder auflockern. Keine Bedenken bitte. Und diese fehlende Energie, die als Auswirkung zu wirklichen Erkrankungen, Verdauungsstörungen, also Menschen, die ganz starke Verdauungsstörungen haben, haben wahrscheinlich auch in der analen Phase irgendwelche Traumata erlitten. Und neben diesen ganzen physischen, körperlichen Folgeerscheinungen und Folgekrankheiten, die dann daraus kommen können, gibt es ja auch noch die psychischen, die geistigen. Und das ist bei der analen Phase auch besonders hart, weil kommt dieser sadistische Anteil im Menschen, der
anderen Leuten Leid zu fügen und sowas. Das hat seinen Ursprung in dieser Phase und das wurde ja auch rausgekriegt an diesen ganzen Menschen. Und wenn wir jetzt schon sagen, okay, Deutschland ist diese Faktor ist sehr groß. Ja. Das Wort, alles was mit den Ausscheidungen zu tun hat, hat bei uns ja eine negative Bedeutung. Also es gibt ja die schlimmsten Ausdrücke, Arschloch, oder wenn wir Scheiße sagen, oder Facke, oder wenn auch jemand sagt, leck mich am Arsch. Ist ja mal negativ gemeint. Heißt ja nicht, willst du nicht, wir irgendwie, wollen wir nicht was Lustiges zusammen machen? Das ist alles negativ und das ist in kaum einer Gesellschaft so weit verbreitet wie in der deutschen. Andere Regionen haben dann andere Schimpfwörter, die sagen dann bei sich Ficken, Nutte, Schlappe, irgendwas. Und sind nicht so ganz. Und die haben auch keinen Shitstorm wie in Deutschland, sondern die können sich darunter gar nichts vorstellen. Und deswegen ist wie diese Sehschwächen, wie diese Süchte sind auch die Deformierung in der analen Phase in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn da diese, also Sadismus, ist halt, diese Menschen schaffen dann bloß noch Lust zu empfinden, wenn es verbunden ist mit irgendwie Schmerz, jemandem Schmerz zu bereiten. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch die Masochisten, die dann auch nur sexuelle Erregung und Erfüllung bekommen, wenn ihnen jemand Schmerz zufügt. Und obwohl das inzwischen in der Gesellschaft fast, das wird ja richtig kultiviert, ist ja ein Kult. Das ist ja manche Menschen ist ja fast out, wenn man nicht Sadomaso machen möchte und sowas. Und da wird eine deformierte sexuelle Zuneigung wird da richtig zelebriert und ausgelebt und immer weiter als in die Normalität geschafft. Und das hat viele, viele schlimme Folgen und kann viele, viele schlimme Folgen haben. Und also wenn sich da welche gefunden haben, die wirklich das denn mögen, wie zum Beispiel bei Paulo Coelho, hat ja auch so ein schönes Buch geschrieben, 11 Minuten, da ist ja dieses brasilianische Mädchen in der Schweiz, dann in einem Punkt und hat danach auch diese ganzen SM-Praktiken und sowas. Ja, ein Happy End, kann ich sagen. Und haben dann ja auch erkannt, dass das dann irgendwo halt nicht mehr weiterführt. Und ja, das ist dann, weil das weit verbreitet ist in dieser Gesellschaft, dann ist das auch in Zeiten der Krise, suchen die Menschen dann ja auch die Ventile, ihre Sekundärorgasmen, sage ich jetzt mal, zu bekommen. Also weil die Liebe nicht auf die, das ist jetzt normale, natürliche Art und Weise fließt, weil die Liebe, diese sexuelle Erregung, der Orgasmus, unbedingt mit Schmerz verbunden sein muss, kann es ja auch sein, dass dieses anderen Leuten Schmerz zufügen, ist auch manchmal gesellschaftlich erwünscht. Denken wir da mal an Faschismus, wo das denn auch noch belohnt wird, wenn man andere Menschen halt sadistisch behandelt, die das nicht jetzt unbedingt möchten. Ne? Und in einer zivilisierten Gesellschaft ist dieser ganze Sadismus ja auch unter einer Oberfläche. Da gibt es ja eine soziale Angepasstheit. Da merkt man das ja gar nicht. Und das ist aber sehr verbreitet. Und dann haben die Leute dann teilweise Albträume und träumen dann, dass sie irgendwelchen Leuten da irgendwie, was ich was, für Schmerzen tun. Und das ist ja dann, okay, es hat jetzt erstmal keine großen äußerlichen Auswirkungen, aber die Menschen, die solche Träume haben, die leiden
da zum Teil auch drunter, wie schrecklich sie sich dort verhalten. Und auf der anderen Seite, das kommt ja aus der Reinlichkeit, wie wir gesagt haben. Dadurch, dass die Kinder immer zu jeder bestimmten Zeiten sind ja darum, dass die sauber werden. Und ja, und diese Reinlichkeit, die ist ja gesellschaftlich in vieler Art gewünscht. Sei es jetzt denn diese ordentlich ständig irgendwelche Sachen abheften. Das sind ja ganze Berufe. Heutzutage wird es schon vereinfacht über Computer. Aber alles ordnen, strukturieren gehört ja immer noch dazu. Und da gibt es halt immer wieder gewisse Tendenzen, das zu übertreiben. Und dann gibt es ja auch noch diese Hausfrau oder Hausmann, die dann ihren Reinlichkeitsfimmel haben. Die dann komplett muss immer alles am richtigen Ort stehen. Und wenn dann das Kind dann mal, weiß ich, irgendwas wegnimmt und es nicht. Böses Kind, was machst du? Kannst du das? Denn es gibt natürlich auch welche, die da liebevoll reagieren und dann dem Kind gleich beibringen, wie sie ganz schnell auch dort ihre Sauberkeit reinbekommen. Und das ist dann auch so ein Sauberkeitszwang. Und so ist das. Also die können sich halt dann nicht mehr entspannen, wenn irgendwo diese Sauberkeit nicht ist. Und das ist, wenn das bei Lehrern ist, auch dieser wenn die ihren Schülern, wenn da wirklich jemand so Sauberkeitszwängen unterliegt und Ordnungszwängen und die Kinder können dann halt wirklich nur innerhalb dieser Ordnungszwänge sich freien Lauf lassen. Ansonsten werden die ganz klar, wenn da irgendetwas unordentlich ist und irgendwas nicht so in die Norm passt, dann gibt es da diese Formnoten, gab es ja früher. Ach, ja, stimmt. Gar kann ich mir jetzt wieder dran erinnern, dass es dann solche Sachen gab. Und was auch sehr mit dieser Sauberkeit verbunden ist, da habe ich auch wieder eigene Geschichte, mein Grundverdienst, militärischer Dienst. Das ist ja, Achtung, stillgestanden, Arschbacken zusammen, Augen geradeaus. Und weiß ich, was stehen die Menschen denn da? Wie war das früher? Weiß ich gar nicht mehr. Stehen die dann irgendwie da in ihrer Haltung? Und ich glaube, beim Gelöbnis war das dann 2 Stunden lang, musste man dann halt so dastehen und dann halt in dieser Krampfhaltung, die dann auch jegliche Energieflüsse verhindert. Und naja, dann wird ja da auch immer aufgeräumt. Und ich war ja vorher auch nie so ein ordentlicher Junge gewesen, hatte da immer meine Probleme mit gehabt. Und deswegen dachte ich ja auch, naja, jetzt hast du ja 10 Jahre lang keine Vaterfigur gehabt im Haushalt. Vielleicht tut dir ja der Grundwehrdienst da ganz gut. Naja, inzwischen bin ich ja auch für die ganzen schrecklichen Erfahrungen, die ich in meinem Leben durchmachen musste, wie zum Beispiel dieser Wehrdienst, bin ich auch dankbar, weil es hat mich ja dann zu dem gemacht, was ich möchte. Aber der hat ja, wenn jemand sein Kind versucht sauber zu kriegen, das jetzt dann auch vielleicht macht mit Belohnung und sowas, wo er gar nicht denkt, dass dann irgendwie dann solche Sachen wie Darmkrebs daraus kommen können oder sadistische Anteile in diesem Menschen, in diesem Baby entstehen können. Und bei der Bundeswehr wird ja auch, da wird alles sauber gemacht. Und wie sich die Kampfeinheiten, die haben 5-mal am Tag ihre Stube aufgeräumt, haben die mir erzählt. Ich war zum Glück in der Werkstatt, konnte da ein bisschen mit dem Schraubenzieher rummachen und solche Geschichten. Aber ja, also ob die denn wissen, dass mit dieser Reinlichkeit, die sadistischen Anteile, sagen wir mal, die gibt es jetzt schon, sonst wären die Menschen ja nie zu dem Bund gekommen. Und die werden dann damit noch weiter verstärkt, dass die Menschen dann über anderen Leuten Schmerz zu führen, dann dadurch und andere Leute leiden lassen, dann dadurch ihre, naja, sowas wie Orgasmusersätze bekommen. Ne? Das ist ja auch, es gibt ja auch manche, diese sadistischen Anteile, dass das so, dass immer zum Lust erreichen, dass das immer mit Schmerz und Leid verknüpft werden soll, gipfelt ja dann sogar, dass manche
nur ihren Orgasmus kriegen können, wenn jemand stirbt, wenn sie jemanden umbringen. Und das sind ja dann diese sogenannten Lustmörder. Und dafür werden die Grundsteine schon in der analen Phase gelegt, laut Freud und Reich und dem, was die halt in ihren ganzen Therapien, zahlreichen Therapien rausbekommen haben. Und naja, das ist eine ganz schön harte Sache, weil wie gesagt, es ist auch sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Es gibt dann halt diesen sadistischen Vater oder Mutter, die ihre Kinder dann schlagen, oder es gibt den Ehemann, der seine Ehefrau schlägt. Und ja, und so wird es dann halt auch weitergegeben. Denn bei uns war dann, nachdem der sadistische Vater weg war, war ich dann der sadistische Vater, der dann gesehen hat, ich bin auf einmal der Mann im Haus und muss dann meine Brüder genauso erziehen, und dann wird dann da so, und dann ist dann diese Gewaltzyklen, diese Spirale, die sich so von Generation zu Generation immer weitergibt, die wird dann halt auch so, dass wirklich alle davon noch was mit abbekommen. Und ja, das ist schrecklich, weil es halt wirklich ein sehr, sehr weit gefächertes gesellschaftliches Problem wieder ist. Genau wie Brille, genau wie dieses dogmatische Denken, genau wie die Suchterkrankung. Haben wir jetzt mit diesen Verkrampfungen in der analen Phase. Wir sehen, wir müssen ja alle zum Arzt denken. Aber nein, wir haben ja schon gemerkt, es geht ja, diese ganzen seelischen Sachen, die Defekte, die wir gesellschaftlich bedingt, erziehungsbedingt erlitten haben, die können wir alle ablegen. Durch einfaches, banales Yoga. Und deswegen werden wir, ja, wir gehen ja mal von oben nach unten. Und um hier unten rum, wo ich jetzt gesagt habe, die Bauchpresse, dann Backen zusammenfressen. Das wird halt dann gelöst durch die Sachen, nach vorne beugen, dann machen wir schön einmal Beine zusammen. Und dann diese schönen Übungen, hier werden die alle demnächst in den nächsten Praxisteil durchgehen. Ja, und jetzt fangen wir halt, jetzt sind wir schon weiter, sind wir oben schon gut gelockert. Jetzt kommen wir zu den nächsten, dann sind wir auch schon bald bereit für die Meditation. Und dass das jetzt mit diesen Verzögerungen auch so super klappt, weil was ja auch hier ist, im Darm- und Bauchbereich, dort die ganzen Sachen, also da gibt es ja, Josef, Jesus und Buddha, also Josef und Jesus, die haben ja 100 Tage gefastet und Buddha ja sein halbes Leben, und hat ja auch irgendeinen Grund, da geht es ja auch um gerade den Abbau dieser Verkrampfung, das ist ja wie der Reset-Knopf. Man entledigt sich aller Schadstoffe, der Körper wandelt sich dann um, und da mache ich noch eine Sondersendung zu. Weil das hat jetzt auch nichts mit Sondo zu tun. Also mein koreanischer Meister, der hat gesagt zwar, dass irgendwann ganz weit entwickelte Taoisten auch dann in den Wald gehen und dann dort fasten, also sobald sie sich dazu berufen fühlen. Aber ich habe das ja auch, viele Kulturen machen das für ihre Gesundheit. Ich hatte mal das ist ja schon ewig her, 15, 16 Jahren, einen super Mitbewohner, den Jürgen, da habe ich auch gesagt, Jürgen, du fastest jetzt hier schon eine Woche, du gehst jeden Tag über eine Stunde joggen, wo kommt die ganze Energie her? Ja, ich hab die hier davon. Und so. Bei mir hat es 8 Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal den Mut hatte. Ich dachte, ich bin großer Mann, ich brauche immer meine Nahrung, und dann darauf mal länger zu verzichten, und habe dann so viel Mehrwert in meinem Leben dadurch gehabt, das möchte ich auf jeden Fall auch mit euch teilen, weil es auch einen sehr großen gesundheitlichen Aspekt hat und jetzt genau zu dieser analen Phase passt. Und ja, und um nochmal, wie gesagt, wir haben das
im Deutschen drin. Ich hoffe denn, dass wir in Zukunft auch alle sagen werden, nicht ich muss mal, weil wir müssen uns von des ganzen Zwangs entledigen, sondern ich möchte mal und ich will mal. Und dass wir dann auch dieses wieder als lustvoll empfinden können und ja, und dass wir auch wirklich, das ist ja das, diese eine Sache, das ist das i-Tüpfelchen, ne? Das darauf gibt. Aber dass wenn wir wirklich sadistische, masochistische Tendenzen haben oder diese Ordnungszwänge, was ja auch im Gegensatz der Messi ist jetzt der Konterpart zu dem Ordnungszwang, wie der Masochist zum Sadisten ist. Und bei dem Messi, der hat dann auch diese Phase, der hat das alles nicht verkraftet, diesen Druck. Und hat dann so eine Wut dagegen gekriegt, dass es zur anderen Seite ausgeschlagen hat. Und dass er gesagt hat, nee, ich mach jetzt überhaupt nicht, ich mach jetzt total. Und das ist aber kein konstruktives, künstlerisches, kreatives Chaos, sondern solche Menschen haben dann die Tendenz, in einem destruktiven Chaos zu enden. Ja, das muss ja auch nicht bis zum Darmkrebs kommen. Vorher sind die ganzen Verdauungsstörungen, wenn da manche Menschen damit Probleme haben und ja, wenn diese ganzen Sachen, die können wir auflösen, indem wir unsere Traumata aus der analen Phase auflösen und ja, und die lockern wir erstmal jetzt auf demnächst. Und wer da Lust hat, genau, weswegen ich das mit dem Fasten erzählt habe, ich mache das auch immer so rum um die Osterzeit, konnte sogar meine eigene Mutter dafür begeistern, dass sie das auch macht. Und ich werde beim nächsten Vollmond anfangen. Das ist jetzt in 1-2 Wochen. Und das heißt, ich werde da demnächst nochmal eine kurze Sondersendung zu machen, nur zum Fasten, dass wer da wirklich mitmachen möchte, jetzt schon mal Urlaub nehmen. Oder ja, weil nebenbei sollte man nicht arbeiten. Man sollte schon wirklich Zeit haben für Muße, vielleicht auch für Natur und das alles für, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland zurzeit Saunabesuche und sowas gehen, aber ich denke mal schon, weil bei über 60 Grad sterben ja sowieso die Viren und Bakterien. So sollte man ja eigentlich in die Sauna gehen dürfen. Und ja, das war dann speziell uns mal die nächsten Wochen um diese sadistischen Anteile in uns, die masochistischen Anteile, die Reinigkeitsanteile kümmern. Und ja, dass wir die einfach mal auflockern und im besten Falle komplett beseitigen. Und ja, ich hoffe, das war für viele interessant, wo sie dachten, ey, mein Gott, ich fand das immer, es hat mir den richtigen Kick gegeben. Aber ja, wie gesagt, es ist eine Deformation, die ja so an und für sich, wenn das im individuellen Ausmaß ist, die ja gar nichts zur Sache macht. Wenn sich da zwei finden, der eine steht auf Schmerzen, der andere steht auf Schmerzen zufügen, dann ist das eine private Sache, die alle machen sollen. Die Gefahren, die dabei bestehen, ist, dass diese ganze aufgestauten Sachen ja auch nicht, ja, wer das auslebt, der ist wahrscheinlich auch gar nicht so betroffen davon. Aber bei vielen wird es halt unterdrückt, diese sadistischen Anteile, die wir haben durch diese Zwänge, diese Belohnung, Sachen, die uns wegbringen von unserem wirklichen Biorhythmus und wegbringen, abschneiden von uns selbst. Deswegen machen wir die Rückbindung. Wenn wir das jetzt aber gesamtgesellschaftlich betrachten und dann noch im Hinterkopf haben, dass ja Deutschland Reinigkeitsweltmeister ist und deswegen auch schon zweimal Weltkriege von deutschem Boden ausgegangen sind. Und dieses, was da für sadistische Sachen, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo von gehört, was da mit anderen Menschen gemacht wurde. Und wenn wir wissen, dass dieses Potenzial zusammen mit diesem Reinigkeitswahn zusammen ist, und wenn es jetzt wieder zu gesellschaftlichen Veränderungen kommt oder zu neuen gesellschaftlichen Regelungen, die das normale menschliche Miteinander nicht mehr frei lassen, dass wir nicht mehr die Energien zu anderen Menschen frei fließen lassen können und dass dieses Potenzial sich weiter aufstaut,
bis ich dann irgendwann nicht mehr lustvoll, sondern gewalttätig anderen gegenüber äußert, da können wir halt nur bei uns selbst erstmal einschreiten, indem wir unser gesamtes sadistisches Potenzial auf null runterbringen. Jetzt entweder indem wir das ausleben mit einem masochistischen Partner oder wir machen das hier mit Sondo und dem, was wir jetzt mit diesen Bodenübungen, den wir demnächst angehen werden. Und vielleicht habt ihr auch wirklich die Zeit, beim nächsten Vollmond mit mir anzufangen zu fasten. Und ja, weil zu diesem Potenzial, wir kommen ja beim nächsten Mal auf die sexuelle, kindliche Phase. Und da werde ich nochmal, weil jeder kennt ja den Ödipus-Komplex. Aber wie entsteht der denn? Und wie kommt Sigmund Freud dazu, zu sagen, dass dieser allgegenwärtig ist, dass jeder Mensch diesen hat? Wo natürlich Wilhelm Reich dann auch später oder andere, sagen wir Ethnologen, haben Naturvölker gefunden, wo die Menschen keinen Ödipus-Komplex haben. Und was das alles damit auf sich hat und wie das auch das ja, Entstehen von Gewalt in der Gesellschaft, in der gesamten Gesellschaft und das Ausbrechen eines Faschismus begünstigen kann, ja, das werden wir dann beim nächsten Mal angehen, noch auf individueller Art, bevor wir dann beim übernächsten Mal auf die gesamtgesellschaftliche Perspektive wechseln. Und ja, dazu, ich lade euch wieder herzlichst ein. Ich freue mich über eure Rückmeldungen, ich freue mich über eure Weiterempfehlungen, ich freue mich, ja, ganz grundsätzlich bin ich ein sehr glücklicher Mensch und deswegen hoffe ich auch, euch bald wiederzusehen, euch viel geben zu können und ja, und ich hoffe, dass das auch bei euch super ankommt, euer individuelles Leben verbessert und somit auch das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben auch verbessern kann. Und ja, ich spüre das schon bei vielen Rückmeldungen und das macht mich wirklich sehr glücklich. Und ja, in diesem Sinne, bis bald, macht's gut, euer Anton, tschüss.